Der folgende Effekt ist eine Kombination von zwei verschiedenen Effekten. Man kann auch sagen, zwei verschiedenen Requisiten oder verschiedenen Prinzipien, die ideal zusammenpassen und eine richtig schöne runde Sache ermöglichen. Sie erhalten hier gut gedruckte Karten und einen Geisterschlüssel. Beide Prinzipien werden Ihnen sicherlich bekannt sein. Einmal ist es das Out-of-Lunch-Prinzip und einmal ist es der Geisterschlüssel, der sich in Ihrer Hand selbstständig umdreht. Beide kombiniert ergeben eine tolle Routine, bei dem ein aufgedrucktes Schloss sich öffnet auf einer vom Zuschauer unterschriebenen Karte. Hiermit werden Sie viel Spaß haben. Mein Name ist Michael Küppers und das ist Aufgeschlossen. Das ist die Geschichte von Ferdinand. Ferdinand war einer der größten Zauberkünstler und alles, was er in die Hand nahm, bekam magische Eigenschaften. Und dieser große Zauberer Ferdinand, der verwahrte all seine Zaubertricks in einer großen Kiste auf, die mit einem großen Vorhängeschloss versehen war. Leider gibt es diese Kiste nicht mehr. Übrig geblieben sind nur noch Fotos von diesem Schloss. Da wurden ganz viele Fotos hergestellt, weil man immer wieder einen ganz spannenden und interessanten Effekt mit diesen Bildern zeigen wollte. Und was noch übrig blieb, ist der reale Schlüssel, um dieses Schloss zu öffnen. Aber all diese Gegenstände haben tatsächlich magische Eigenschaften. Man sieht, das Schloss ist etwas versetzt hier aufgedruckt und das hat natürlich jetzt den Sinn, dass man jetzt hier gleich eine Karte unterschreiben lassen kann. Und das kann der Zuschauer dann machen. Der Zuschauer unterschreibt jetzt hier das Schloss und diese unterschriebene Karte, die bekommt der Zuschauer jetzt auf seine Handfläche gelegt. Ich lege sie jetzt einfach mal hier so ab. Und jetzt kommen wir zu diesem Schlüssel. Und ich hatte ja gerade erwähnt, dass alles, was er in seine Hand nahm, wirklich magische Eigenschaften bekam. Und das möchte ich doch einmal hier demonstrieren mit diesem Schlüssel. Und ich lege den Schlüssel auf meine Hand und ganz langsam sieht man, wie der Schlüssel sich hier umdreht. Ganz langsam, zack. Und damit das Schloss öffnet. Und hiermit ist die Zaubertruhe geöffnet. Und es geht jetzt weiter in unserem Programm. Der Effekt kann unter allen Umständen vorgeführt werden. Er ist wirklich sehr visuell und dieser Schlüssel, den man dazu erhält, ist optimal dafür geeignet. Er hat ein paar Eigenschaften, die der normale Geisterschlüssel nicht hat. Und gerade die Kombination mit dem Schloss, das sich geöffnet hat auf der unterschriebenen Karte, hier kann man seine Adresse aufdrucken, wenn man möchte, macht diesen Effekt aus und er kann eben nicht als Zaubergeschichte erzählt werden, sondern vielleicht auch auf einer Hochzeit, wo sich ein Schloss öffnet, damit eben beide in den Bund der Ehe eintreten können. Je nachdem, wie man es verkauft. Ja, natürlich auch bei einer Scheidung, dann öffnet sich auch das Schloss, dann gehen eben beide wieder auseinander. Aber das ist eben auch Geschmackssache.
Wie dem auch sei, eine wunderbare Kombination, die sich unter allen Bedingungen vorführen lässt.